Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming und dem Beagle. Wir sind hier so unterwegs in unserem eigenen Haus, das nicht mehr wie unser Haus aussieht, sondern weil es Silent Hill mäßig aussieht und wollen mal schauen, was das so gibt. Ich behaupte, wisst ihr, was ich an dem Headset wirklich hasse? Dass er irgendwie nicht drauf klarkommt, wenn ich lauter und leiser mache. Wie oft ich auf leiser machen gehe und der es mir einfach lauter macht. Schauen wir uns doch mal hier um. Irgendwo hierhin sind ja auch die Dudes gerannt. Geht. Ach, das geht aber. Sie trug das Antlitz, um ihren Schmerz zu verbergen. Es hört auf. Vielleicht ist auf der anderen Seite mehr. Okay. Oh. Hinter dieser Maske offenbart sich ihr Herz. Wollt ihr mich trollen? Von mir aus. Wenn das die Küche ist. Traurige Maske. Okay. Oh mein Gott, Heilung. Okay, dann nochmal. Wir haben eine wütende und eine Dingsmaske. Was? To hide her pain, this face she did wear. Ich habe keine Ahnung. Woher soll ich denn wissen, welche Maske da dran kommt? Ich schaue mich erstmal noch ein bisschen hier um. Das Schloss ist defekt, wie so ziemlich alles hier. Alter, die Schrot ist so heftig geworden. Ich hasse es, wenn von wo Gegner kommen. Um in die Zukunft zu flüchten, musst du die Vergangenheit kennen. Wir sind an unseren Schmerz gebunden. Erinnere dich und befreie uns. Okay. Wow. Das Elternschlafzimmer hat sich kaum verändert. Ist kalt, okay. Genau wie Mom. Oh, okay. Ein ausgestopfter Hase. Er ist nass und schimmelt. Ich habe einen Plüschhasen erhalten. Why? Oh, okay. 9? Soll das eine 9 sein? Weiß ich nicht. Ich gehe mal unten, war ein Hebel. Vielleicht kann ich mit dem Hebel was anfangen. Okay. Nö,
keine Ahnung. Also wird sich ja wohl oben was verändert haben. Einmal, ich kann schwören. Sieht aus wie ein altes Fleischerball. Ah, okay. Das ist auf Schienen. Ich glaube, ich könnte es wahrscheinlich bewegen. Ach. Aber wie? Die Inschrift besagt für das Zulassen der Leiden anderer. Oh Gott, der Dachboden. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Dachboden jetzt ein scheiße guter Ort ist. Alter! Ich habe dich gesehen, du Ding. Warum habe ich die Taschenlampe? Ich habe die Taschenlampe an. Sollen wir das jetzt so viel sagen, wie sogar die Dinger haben Angst? Wo kann ich mich hier durch? Okay. Ich liebe diese neue Schrotflinte wirklich sehr. Okay. Hier passen 3 Medaillen ein. Doch, nehmen. Für Pflichtversäumnisse. Okay. Vielleicht sind die Medaillen in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Also mal zurück. Tagebuch. Hinweis. Wir sind an unseren Schmerz gebunden. Erinnere dich und befreie uns. Man so zu. Vielleicht. Aha. Wir haben doch gefunden gehabt. Na gut. Im Zweifel muss ich es halt probieren. Aber mir fehlt ja noch eine Medaille. Mal gucken. Also dieser Dachboden ist nicht mehr schön. Just saying. Abscheuliche Tatenmedaille. Ah, komm.
noch mal nach hinten. Jetzt habe ich alle drei. War das richtig? Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich da gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn Spiel sagt, war richtig, dann nehme ich das mal so hin. Und dann kann ich, glaube ich, hier wieder runtergehen, oder? Spiel sagt nein. Spiel sagt nein. Ja. Egal, was das Spiel sagt, ich will hier runter. Ich hoffe, ich muss nicht noch in den Keller. Es macht auch kaum Angst, Leute. Kaum. Ziehen. Okay. Schau mal, was ich hier machen kann. Jetzt ist das Kinderzimmer offen. Niemand hat gesehen, wenn du im Bett geweint hast. Ich wollte dir helfen, hab mich stattdessen aber versteckt. Das Ticken einer Uhr, dann hörte es auf. Vom Schicksal hier gelassen werde ich im Schatten verfaulen. Unter meiner Decke hielt mich die Dunkelheit, nur das Tageslicht kann mich von meinen Sünden retten. Oh Gott. Tageslicht. Alter, was? Hör doch auf. Ich weiß nicht, wie ich sonst besser drehen soll, ihr Lieben. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich glaube zwar nicht, dass 12 Uhr, aber es ist 12 Uhr mittags, ne? Ah, komm, nee, ich mach doch bitte. Ah, wie kann ich denn... Nein! Sag mal, keiner erklärt mir, wie ich diese Kackuhr umstellen kann. Witzig, ehrlich, richtig geil. Hä? Wollt ihr mich trollen? Ihr wollt mich doch trollen, oder? Hallo? Oh Gott. Ich muss mal gucken. Das Messer sieht aus, als ob es schon sehr oft benutzt wurde. Fleischermesser erhalten. Kinderzeichnung erhalten. Aber gebracht hat es mir nichts. Wie wechsle ich die Scheiße?
Also. Okay, so geht's auch. Aber auf wie viel Uhr möchte ich denn? Wie wär's mit. Ich weiß nicht. Ich krieg halt kaum Tipps. Warum ist der so Zeiger so langsam? Nee, wenn, dann muss der Groß auf jeden Fall auf 12 sein. Ich meine, irgendwann muss ja mal was passieren. Das hatte ich ja schon. Ich finde es so geil, dass ich richtig gute Tipps kriege. Niemand hat gesehen, wenn du im Bett geweint hast. Ich wollte dir helfen, hab mich stattdessen aber versteckt. Das Ticken einer Uhr, dann hört es auf. Vom Schicksal hier gelassen werde ich im Schatten verfaulen. Unter meinen Decken hielt mich die Dunkelheit. Nur das Tageslicht kann ich mich von meinen Sünden retten. Sorry, wenn ich das sage, aber das ist jetzt kein sinnvoller Tipp. Leute, ich weiß nicht, was die Uhr mir sagen möchte. Ich weiß es wirklich nicht. Was ist denn das für ein bescheuertes Rätsel? Gibt es zu dem Rätsel tatsächlich eine Lösung? Moment, Leute. Ich habe gerade übrigens. Ich gerade lesen, dass es hier wohl in dem Haus mit Pech einen Bug gibt. Das ist schlecht, weil ich habe meinen alten Speicherstand überschrieben. Moment, ich finde es gerade einfach nicht. Es ist ein bisschen doof.
Ach so. Okay, jetzt habe ich es, Leute. Jetzt habe ich es. Ich überziehe auch ein kleines bisschen. Das hat mich verwirrt. Ich habe anscheinend was übersehen. Der Patient in Zimmer 206 ist morgen für eine transorbitale Lobotomie vorgesehen. Also, was gibt es in Silent Hill noch? Bitter. So, ich brauche. Das ist doch 5. Ah, warte mal, das kann ich aber auf. So. Wenn man natürlich die einzige andere Notiz in dem Raum übersieht, ne? Und das bringt mir Ausrüsten. Na gut. So, dann bleibt mir jetzt wohl nur noch übrig das Rätsel mit dem Dings zu machen. Den Keller? Ach nein. Ich gehe wieder auf meinen Schrot. Oh Gott, Leute, das Haus stresst mich gerade hart. Nein, den nicht mit der Waffe. Mein Herz, meine Nerven, mein alles. Der Keller ist mittlerweile genauso schlimm geworden wie unser Dachboden. Das ist ja witzig, ist echt nicht witzig. Okay. Warte, was? Kann ich mir. Ach, warte mal. Ich muss. Ah, ich kann nur die drei machen. Okay. Dann lass mich doch mal bitte. Das ging jetzt irgendwie vergleichsweise einfach. Ich beschwere mich aber jetzt auch mal nicht. Wir müssen das mit den Masken lösen. Da ich sonst keine Maske gefunden habe, heißt das wohl so viel, wie wir müssen uns zwischen den drei Masken entscheiden. I bin gespannt. I beams gespannt. Aber ich bin froh, dass ich Keller und Dachboden fertig habe. So radikal wollte ich gerade gar nicht sein, aber sei es drum. Also,
Nee, warte mal, was? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mir das nochmal durchlesen. Zurück. Was steht da? Ah, Tagebuch. Hinter dieser Maske offenbart sich ihr Herz. Sie trug das Antlitz, um ihren Schmerz zu verbergen. Okay. Sagt er auch noch was zu den Masken? Gleichgültige Maske, wütende Maske. Und ich werde es nie erfahren, Maske. Egal, ich probiere es jetzt einfach mal, Leute. Was soll ich machen? Also ich gehe stark davon aus, dass die gleichgültige Maske... Nein. Mensch. Die ist, die sie vor allen Leuten zeigte. So, was haben wir hier? Behind this mask hurts was laid. Okay. Traurige Maske, wütende Maske. Was hat er nochmal gesagt bei der Maske? Warte mal, er hat bei der Maske gesagt, das erinnert ihn sehr stark an seine Mutter, weil die immer so traurig war. Und bei der Maske hat er gesagt, das erinnert ihn nicht an seine Mutter, weil seine Mutter nie so wütend war. Ich probiere es mit dieser Maske. Ich kann falsch liegen, sei es drum. Cool. Dass ich mir den Scheiß auch noch gemerkt habe. Gut, ich hoffe, das heißt, ich kann jetzt hier verschwinden, wenn ich gespeichert habe. Wenn ich gespeichert habe, das ist selbstredend. Hätte ich gewusst, dass es hier einen Bug gibt, ne, Leute, dann hätte ich tatsächlich... gar nicht den gleichen Speicherplatz genommen. Naja, was soll's. Gut, dass der Bug bei mir anscheinend nicht aufgetreten ist. This has to be right. Oh, Silent Hill ist weg. Witzig, dass Silent Hill in dem Moment geht, wo ich das Rätsel gelöst habe. Passen Sie aber im Wasser auf, er weiß schon, was da unten alles so lauert. Das liest sich so, als wäre da noch ein Text vorangegangen, von dem ich nichts weiß. Naja. Wir sind in einer halben Stunde stabil durchs Haus gekommen. Das begeistert mich, wenn ich bedenke, wie viele Probleme wir stellenweise davor hatten. Die neue Schrotflinte ist ziemlich geil, wenn ich ehrlich bin. Oh, sie lebt! Elle. Oh. Elle, I thought you were... She's gone. Who? My mom. I can't find her anywhere. The entire town's gone. I think I know where they are. I found this. I'm not sure what it all means, but we need to get to Silent Hill. Are you serious? My dad was serious enough to risk his life going there. That's where Josh is. I'm sure of it. And everyone else? Alex, you there? Oh! Er lebt noch! Wheeler, I thought we lost you. You're not getting rid of me that easy. Glad to hear it. We have a lot to fill you in on. In the meantime, can you get us a boat? We're going to Silent Hill. Oh.
Ich weiß übrigens literally nichts mehr, was in Silent Hill in diesem Teil passiert. I'm sorry. What are you sorry for? This isn't your fault. No. About earlier today. Flyers. Forget it. I should apologize. It's just this place brings back bad memories for me. You know, I never understood why you left. And one day you were just gone. Look, I didn't say it before, but I'm glad you're back. I feel safer with you here. Aww. Everything's just been falling apart around us, you know, but you just keep moving forward. I don't have a choice. Yes, you do. You could just leave again. Alex, tell me what you know about Silent Hill. I know Joshua and I were told 100 times never to go there. Yeah, my mom was pretty strict about it too. Yeah, well, your parents are right. I tell you. It all fits. All those things we've seen in Shepherd's Glen, the nightmares. What do you mean? Silent Hill is what I mean. The place has bad history. Always has. You been there? Didn't need to. I heard enough. When I decided to move east, I was looking at a job in Bronx, working with the police. At the time, they had this cop. I can't remember her name, but she'd gone to Silent Hill. Well, what happened to her? No one knows. We found her bike outside of town. Ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr, aber die kommt auch im Film vor. Let's just say they're not too friendly to people who don't share their beliefs. Cheryl oder so? The order. Yeah. And when I met with your father about working in Shepherd's Glen, he told me I would never have to go to Silent Hill. I guess there's some sort of irony here. Do you really think we're gonna find anyone there? I took her from my mother's room the morning Laura disappeared. I haven't taken it off since. Look at that hair. Shut up. Jerk. I'm just happy to see that something's gotten better since I left. How Alex, flirty. There's a light up ahead. I think we might be at the pier. What should we do? Turn off our light. I don't want anybody to know we're coming. Das hat Help. Gut funktioniert. Freeland! Let go of her! Alex ist aber auch dafür, dass er ein Veteran ist, ein totaler Trottel, ne? Jetzt ist er vom Boot gefallen. Entschuldigung, aber... Gehen Sie nach einem Treffer zu Boden, kommen Sie schnell wieder auch nach oben. Wie denn, wenn Alex sich so langsam bewegt wie eine Schnecke? Kann diese Sequenz bitte etwas, noch etwas länger dauern? Ja. Nein, das ist nicht direkt Nebel, Junge. Das ist der Smog. I took it from my mother's room the morning Laura disappeared. I haven't taken it off since. Elle,
Wheeler! Die wurden entführt, Junge. Wenn die jetzt mit dir da wären, dann er tot. Bitte. Seht ihr, die Zwischensequenz war so lang, dass mein Controller sich auch dachte, ja, nö. Cool. Ich schalte mich mal kurz wieder ein. Wir sind nämlich eher am Ende angekommen. Ich will nur einmal kurz gucken. Ob es hier irgendwas für mich gibt. Ja, ich würde mal sagen, welcome back to Silent Hill in dem Fall. Wir waren ja schon einmal in einem kurzen Abschnitt in Silent Hill selbst. Da. Schauen wir mal, was wir das nächste Mal erreichen können. Ob wir Al und Wheeler wiederfinden können. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Die beiden sind nämlich von wem auch immer entführt worden. Aber das schauen wir uns nächste Woche an. Nächste Woche. Ich weiß ja gar nicht, welcher Part das ist. Wir schauen das uns an in der nächsten Folge. So wollte ich sagen. Was? Die Köderschachteln sind jetzt alle mit Asche gefüllt. Ach, sagst du bloß. Aber warum kann ich denn hier hingehen? Mit welchem Sinn und Verstand kann ich hier hingehen? Egal. Okay, also ihr Lieben. Habt einen schönen Tag. Und haut rein.